Die Lehrsätze bezüglich der Grenzwerte bleiben bei allen Grenzwertarten gültig. Das heißt, der Grenzwert einer Summe, das ist die Summe der einzelnen Grenzwerte. Der Grenzwert einer Differenz, das ist die Differenz der einzelnen Grenzwerte. Eine multiplikative Konstante fliegt aus dem Grenzwert raus. Der Grenzwert von einem Produkt, das ist das Produkt der einzelnen Grenzwerte. Der Grenzwert von einem Bruch, das ist unter den erforderlichen Bedingungen der Bruch der einzelnen Grenzwerte. Der Grenzwert einer Quadratwurzel ist auch unter den erforderlichen Bedingungen die Quadratwurzel von dem Grenzwert. Und der Grenzwert einer Kubikwurzel ist die Kubikwurzel von einem Grenzwert. Aber wie rechnet man denn jetzt mit der Unendlichkeit? Das werden wir hier anhand dieser drei Tabellen definieren, aber sehr viele Definitionen können wir intuitiv schon ahnen. Natürlich, wenn der erste Grenzwert b ist und der zweite Grenzwert ist c, wo b und c zwei reelle Zahlen sind, dann ist die Summe davon selbstverständlich b plus c. Das ist nichts Neues. Aber wenn der eine Grenzwert b ist und der andere Grenzwert ist minus unendlich, die Summe von den beiden, wir können es ahnen, das macht minus unendlich. Der eine Grenzwert ist b, der andere ist plus unendlich. Eine reelle Zahl b plus plus unendlich macht selbstverständlich plus unendlich. Plus unendlich plus unendlich, natürlich macht das plus unendlich. Hier gehört plus unendlich hin, genau wie da minus unendlich hingehört und hier auch minus unendlich. Wir müssen aber vorsichtig sein bei plus unendlich plus minus unendlich. Plus unendlich minus unendlich ist eine Unbestimmtheit, die es gilt zu beheben. Auch da. Um den Umgang mit den Unendlichkeiten bei der Multiplikation und der Division zu definieren, müssen wir von b und c das Vorzeichen kennen. Deshalb sagen wir hier, b und c sind zwei streng positive Zahlen. Wenn wir eine negative Zahl brauchen, dann nehmen wir eben minus b oder minus c. Schauen wir jetzt beim Produkt. B mal minus c ergibt selbstverständlich minus bc, das ist nichts Neues, das auch nicht, das auch nicht. Und hier gibt es eigentlich 9 Felder, die wir sofort ausfüllen können, das ist nichts Neues. Aber plus unendlich mal eine streng negative Zahl, selbstverständlich wird das minus unendlich sein, genau wie plus unendlich mal eine streng positive Zahl plus unendlich sein wird. Plus unendlich mal plus unendlich ergibt plus unendlich und plus unendlich mal minus unendlich ergibt minus unendlich. Aber Vorsicht, bei unendlich mal 0, das ist eine Unbestimmtheit. Also auch da und auch da. Eine streng positive Zahl mal minus unendlich ergibt minus unendlich. B mal plus unendlich ist plus unendlich. Minus b mal minus unendlich macht plus unendlich. Minus b mal plus unendlich macht minus unendlich. Minus unendlich mal minus unendlich macht plus unendlich. Hier haben wir plus unendlich, da haben wir minus unendlich und hier ebenfalls minus unendlich. Bei der Division. B geteilt durch c ist selbstverständlich b auf c. B geteilt durch minus c ist minus b auf c. Hier erhalten wir b auf c und hier minus b auf c. Das ist nichts Neues. 0 geteilt durch eine streng negative Zahl ergibt 0. 0 geteilt durch 0, das wissen wir schon, ist unbestimmt. Und 0 geteilt durch c macht 0. Dieser Wert, das ist unbestimmt. Plus unendlich geteilt durch minus c ergibt minus unendlich. Plus unendlich geteilt durch 0, das ist eine Unbestimmtheit. Hier erhalten wir plus unendlich und hier eine Unbestimmtheit. Hier, das ist unbestimmt, minus unendlich geteilt durch minus c, das macht plus unendlich.
minus unendlich geteilt durch 0, das ist dann wieder unbestimmt. Minus unendlich geteilt durch c, das macht minus unendlich. Und minus unendlich geteilt durch plus unendlich, das ist unbestimmt. Für die anderen Felder werden wir nachher nochmal auf diese Tabelle zurückkommen. Und wir schauen jetzt in konkreten Beispielen. Ein erstes Beispiel, Limes von 1 auf x, wenn x gegen 0 strebt. 1 auf x ist hier grafisch dargestellt. Und wenn wir x gegen 0 streben lassen, dann sehen wir deutlich, dass 1 auf x immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, immer größer wird. 1 auf x strebt also gegen plus unendlich, wenn x gegen 0 strebt, aber von rechts. Wenn x gegen 0 strebt, aber von links, dann wird das f von x immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und strebt gegen minus unendlich. Beidseitig können wir nur sagen, dass es gegen unendlich strebt. Suchen wir jetzt den Grenzwert von 5 auf x, wenn x gegen 0 strebt. Dann schreiben wir diesen Bruch 5 auf x um in 5 mal 1 auf x. Und diese multiplikative Konstante 5, die fliegt aus dem Grenzwert raus. Also bleibt 5 mal dieser Grenzwert und dieser Grenzwert, das macht ja unendlich. 5 mal unendlich, das macht unendlich. Was also heißt, wenn wir beim Grenzwert berechnen, x durch das ersetzen, wogegen es strebt, und wir finden dann eine konstante Zahl verschieden von 0 geteilt durch 0, dann ist der Grenzwert automatisch unendlich. Also findet man als Grenzwert dieses algebraische Gebilde, Konstante verschieden von 0 geteilt durch 0, dann ist der Grenzwert automatisch unendlich. Und hier lösen wir eigentlich das Problem der Division durch 0. Wir haben ja bewiesen, dass man nicht durch 0 teilen darf, weil ein Hahn bekanntlich keine Eier legt. Wir können immer noch nicht durch 0 teilen, aber zumindest können wir überprüfen, was geschieht denn mit solch einem Bruch, wenn der Nenner sich der 0 immer mehr nähert. Dann wird dieser Bruch unendlich. Ein drittes Beispiel. Wir suchen den Grenzwert wieder von 1 auf x, wenn x gegen unendlich strebt. Dazu brauchen wir wieder unsere Zeichnung. Wir lassen x jetzt gegen plus unendlich streben. Es ist deutlich zu erkennen, der Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus unendlich strebt, ist 0. Bei minus unendlich genauso. Auch da ist der Grenzwert 0. Das heißt, der Grenzwert von 1 auf x, wenn x gegen unendlich strebt, das ist 0. Bei minus unendlich, so wie auch bei plus unendlich. Suchen wir jetzt den Grenzwert von 5 auf x bei unendlich. Dann schreiben wir wieder 5 auf x in die Form 5 mal 1 auf x. Diese 5, die multipliziert, fliegt aus dem Grenzwert raus. Bleibt noch dieser Grenzwert, der ja 0 ergibt. Macht also 5 mal 0, 0. Wenn wir also beim Grenzwert berechnen, ein algebraisches Gebilde dieser Art finden, eine Konstante verschieden von 0 geteilt durch unendlich, dann ist der Grenzwert automatisch 0. Dann brauchen wir nichts mehr zu rechnen, es ist 0 und fertig. Jetzt können wir also auf unsere vorige Tabelle zurückkommen. Denn wir wissen jetzt, Konstante geteilt durch unendlich, das macht 0. Eine Konstante geteilt durch 0, das macht unendlich. B geteilt durch plus unendlich, das macht dann wieder 0. 0 geteilt durch unendlich, das ist unbestimmt. 0 geteilt durch unendlich, auch da unbestimmt. Hier Konstante auf unendlich, das macht 0. Konstante geteilt durch 0, das ist unendlich. Und Konstante geteilt durch unendlich, das macht 0.
Und somit haben wir unsere Tabellen ganz ausgefüllt und können jetzt mit den Beispielen weitermachen. Wir suchen jetzt den Grenzwert, wenn x gegen plus unendlich strebt, von diesem Binom. Wir ersetzen x durch plus unendlich. Plus unendlich im Quadrat macht plus unendlich. 3 mal plus unendlich macht auch plus unendlich. Und plus unendlich plus unendlich macht plus unendlich. Beispiel 6. Wir suchen den Grenzwert bei minus unendlich von diesem Binom. Minus unendlich im Quadrat macht plus unendlich. Minus unendlich mal 3, das macht minus unendlich. Und so stoßen wir auf diese Unbestimmtheit plus unendlich minus unendlich. Um diese Unbestimmtheit zu beheben, werden wir in diesem Binom die höchste Potenz von x ausklammern. Also werden wir x² ausklammern, was zuerst seltsam erscheint, denn da ist gar kein x² drin. Man kann aber trotzdem x² ausklammern und zwar so. Denn x² mal 1 ergibt x² und x² mal 3 auf x ergibt 3x. Nur müssen wir sicher sein, dass x nicht 0 ist. X ist aber auch nicht 0, denn x strebt gegen minus unendlich. Das heißt, x ist ganz weit weg von der 0, ist also nicht gleich 0. Deshalb dürfen wir das machen. Der Grenzwert von dem Produkt ergibt dann das Produkt der einzelnen Grenzwerte. Grenzwert von x², das wird plus unendlich sein. Der Grenzwert von 1, das ist diese Konstante 1. Und der Grenzwert von 3 auf x, wenn x gegen minus unendlich strebt, das ergibt 3 auf unendlich. Konstante auf unendlich, dieser Grenzwert wird also zu 0. Was heißt, wir dürfen in dem Grenzwert berechnen hier diesen Bruch streichen, denn der ergibt ja als Grenzwert 0. Bleibt nur noch zu berechnen Limes von x². Und das ist plus unendlich. Beispiel 7. Wieder suchen wir den Grenzwert bei minus unendlich. Das ergibt dann plus unendlich. Minus 1 bleibt plus unendlich. Minus unendlich. Wieder stoßen wir auf diese Unbestimmtheit plus unendlich minus unendlich. Diese Unbestimmtheit werden wir genau wie da oben beheben, indem wir in diesem Polynom die höchste Potenz von x ausklammern. Die höchste Potenz von x ist x hoch 3 und all das bleibt zwischen Klammern. Nur x strebt gegen unendlich. Konstante auf unendlich macht 0. Der Term entfällt. Konstante auf unendlich macht 0. Auch dieser Term entfällt. Also, wenn wir beim Grenzwert berechnen, bei unendlich, die höchste Potenz von einem Polynom ausklammern, dann entfallen zwischen Klammern alle Terme außer diese Konstante. Diese Konstante, das ist die Vorzahl der höchsten Potenz. Also, was nach dieser Prozedur übrig bleibt, das ist einfach der Term der höchsten Potenz aus dem Polynom. Moral der Geschichte: Um den Grenzwert bei unendlich von einem Polynom zu berechnen, berechnen wir einfach den Grenzwert bei dieser Unendlichkeit vom Polynomterm der höchsten Potenz. Und hier ersetzen wir jetzt x durch minus unendlich. Minus unendlich hoch 3 macht minus unendlich mal 4 bleibt minus unendlich. Halten wir also diese Regel fest. Um den Grenzwert von einem Polynom bei der Unendlichkeit zu bestimmen, berechnet man den Grenzwert bei dieser Unendlichkeit des Terms der höchsten Potenz dieses Polynoms. Hier, wir rechnen nur den Grenzwert vom Term der höchsten Potenz. Wir rechnen nur den Grenzwert von x² bei unendlich. Auch hier, wir nehmen nur den Term der höchsten Potenz, rechnen den Grenzwert bei unendlich und fertig. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Platz. So, wir werden jetzt hier noch einige besondere Regeln aufstellen. Starten wir dazu mit Beispiel 8.
Wir suchen den Grenzwert von dem Bruch von diesen beiden Polynomen. Der Grenzwert von einem Bruch, das ist der Bruch der einzelnen Grenzwerte. Also suchen wir Grenzwert von dem Polynom oben und durch diese Regel berücksichtigen wir nur noch 4x hoch 3. Und Grenzwert von dem Polynom unten, wieder durch diese Regel, weil x ja gegen unendlich strebt, berücksichtigen wir nur den Term x hoch 2. Übrig bleibt also das da. Würden wir jetzt x durch plus unendlich ersetzen, dann erhalten wir eine Unbestimmtheit dieser Art. Wir können aber hier sofort durch x² kürzen, denn x strebt ja gegen plus unendlich, ist also ganz, ganz weit weg von der 0. Somit dürfen wir durch x² kürzen und dann bleibt nur noch der Grenzwert von 4 mal x, wenn x gegen plus unendlich strebt. Das macht plus unendlich. Eigentlich, wenn man den Bruch von zwei Polynomen hat, dann darf man ja in beiden Polynomen alles fallen lassen, außer den jeweiligen Term der höchsten Potenz. Wenn der Grad oben größer ist als unten, dann bleibt nach dem Kürzen oben noch eine Potenz von x, unten aber nicht. Dann wird der Grenzwert also automatisch unendlich sein. Bei solch einem Grenzwert vom Bruch zweier Polynome, wenn der Grad oben größer ist als unten, wird der Grenzwert automatisch unendlich sein. Ist der Grad des Zählers größer als der Grad des Nenners, so ist der Grenzwert gleich zu unendlich. Beispiel 9. Wir suchen den Grenzwert, wenn x gegen minus unendlich strebt, von diesem Bruch von zwei Polynomen. Dieses Mal ist der Grad unten größer als oben. Da x gegen unendlich strebt, dürfen wir unsere Polynomregel anwenden und brauchen nur noch diesen Grenzwert zu berechnen. Wenn man jetzt x durch minus unendlich ersetzt, stößt man auf die Unbestimmtheit unendlich auf unendlich. Wir dürfen aber hier sofort durch x kürzen, so bleibt oben eine Konstante und unten 7 mal x. Also haben wir Konstante geteilt durch unendlich. Konstante auf unendlich ergibt 0. Somit ist dieser Grenzwert automatisch 0. Aber wenn der Grad unten größer ist als oben, dann ist nach solch einer Rechnung und nach dem Kürzen unten immer noch eine Potenz von x vorhanden, oben aber nicht. Oben haben wir dann immer eine Konstante. Also ist der Grad unten größer als oben, dann gibt solch ein Grenzwert immer Konstante geteilt durch unendlich. Das heißt 0. Somit die zweite sogenannte goldene Regel zum Berechnen eines Grenzwertes von einem rationalen Bruch bei unendlich gilt auch die Regel, ist der Grad des Zählers kleiner als der des Nenners, dann ist der Grenzwert automatisch gleich 0. In Beispiel 10 werden wir den Grenzwert bei unendlich bestimmen, wenn der Grad oben gleich zum Grad unten ist. Durch die Polynomregel dürfen wir zuerst in beiden Polynomen alles fallen lassen, außer die Termen der höchsten Potenzen von x. Und da x sehr weit weg ist von 0, ist x nicht 0, also dürfen wir kürzen durch x hoch 3 und dann bleibt der Grenzwert der Konstanten 5 Drittel. Das ist diese Konstante 5 Drittel. Somit ergibt sich sehr schnell die goldene Regel, wenn Grad des Zählers genauso groß ist wie Grad des Nenners, dann ist der Grenzwert gleich zum Bruch der Koeffizienten der höchsten Potenzen. Das heißt, wir haben hier die zwei Polynome, beide im dritten Grad, und der Bruch der Vorzahlen 5 und 3 dieser höchsten Potenzen, das ist dann der Grenzwert. Die Unbestimmtheiten, denen wir begegnet sind, sind 0 auf 0, unendlich minus unendlich, unendlich auf unendlich und 0 mal unendlich.
0 auf 0 haben wir schon gründlich bearbeitet und haben in vielen Beispielen gesehen, dass das effektiv eine Unbestimmtheit ist. Unendlich minus unendlich. Suchen wir den Grenzwert von x minus x bei plus unendlich und ersetzen wir dann x durch plus unendlich, dann ergibt das effektiv plus unendlich minus unendlich. Das ist diese Unbestimmtheit. Aber x ist eine Zahl, sie ist zwar sehr, sehr groß, aber es ist eine Zahl. Und eine Zahl minus sie selbst ergibt immer 0. Wir suchen also den Grenzwert der Konstante 0 und das ist diese Konstante 0. In diesem Fall ergibt unendlich minus unendlich 0. Jetzt schauen wir mal diesen Grenzwert. Ersetzen wir hier drin x durch plus unendlich, ergibt das wieder plus unendlich minus plus unendlich. Wieder unendlich minus unendlich. Die Funktion x² ist hier grün dargestellt und die Funktion x ist hier blau dargestellt. Für irgendeine Zahl x ist also x² der Wert von da bis da und x, das ist der Wert von da bis da. Wenn wir also von x² x abziehen in der Zeichnung, von x² ziehen wir x ab, dann bleibt dieses braune Stück. Also diese Differenz ist die Länge von der braunen Strecke da. Und wenn x gegen plus unendlich strebt, dann wird diese braune Strecke immer größer und immer größer. Das heißt, die braune Strecke strebt gegen plus unendlich. In dem Falle ergibt unendlich minus unendlich 0 und in dem Fall ergibt unendlich minus unendlich plus unendlich. Also ist das effektiv eine Unbestimmtheit. Bei diesem Grenzwert, wenn wir x durch 0 ersetzen, erhalten wir 0 mal 1 geteilt durch 0. Konstante auf 0 macht unendlich. Und 0 mal unendlich ist unbestimmt. In diesem Falle hier beheben wir diese Unbestimmtheit, indem wir einfach durch x kürzen. Das dürfen wir, denn x ist nicht 0. X strebt gegen 0. X ist ganz dicht an 0. Ganz dicht dran, aber nicht drauf. Deshalb können wir durch x kürzen. Dann bleibt Grenzwert der Konstanten 1. Das ist diese Konstante 1. In diesem Beispiel hier, wenn wir x durch 0 ersetzen, erhalten wir wieder 0 mal unendlich. In diesem Falle hier dürfen wir wieder durch x kürzen, aus demselben Grund wie gerade. Und dann bleibt der Grenzwert, wenn x gegen 0 strebt, von x. Und das ist 0. Wir sehen also deutlich, dass der Fall 0 mal unendlich unbestimmt ist. Wir haben also diese vier Arten von Unbestimmtheiten, die es bei Grenzwerten immer gilt, irgendwie zu beheben.